Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Chance verpasst. Anna Hahner quält sich über 42 Kilometer, verpasst aber die Marathon-Olympianorm für Rio. Spannendes Spiel. Rote Teufel aus Bad Nauheim verlieren knapp das Hessen-Derby in Kassel. Verpatzter Start. Aufsteiger Hebeisen White Wings gehen im ersten Spiel der Pro A mit 51:93 unter. Wir starten mit Marathon. 42,195 Kilometer. Und am Wochenende in Berlin war es wieder soweit. Mit dabei unsere Osthessin Anna Hahner. Und sie hatte nur ein Ziel, die Olympianorm für Rio zu knacken. Lächelnd und voller Vorfreude stand Anna Hahner am Start. Eine Stunde, 28 Minuten und 30 Sekunden. Das war das große Ziel. Das wäre das Ticket, die Norm für die Olympischen Spiele in Rio gewesen. Und sie hatte sich gut gefühlt. Ich habe mich richtig, richtig gut in den letzten Wochen im Training gefühlt. Die letzte Woche, die war bombastisch. Also die Beine, ich habe richtig gespürt, wie ich voller Energie strotze sozusagen. Und ich stand mit so viel Vorfreude an der Startlinie und war mir sicher, dass ich die Norm laufen kann. Ja, aber irgendwie ist die Zeit gegen mich gelaufen. Vom Start weg sah es auch noch ganz gut aus. Insgesamt konnte die 25-Jährige mit der ersten Hälfte des Marathons sehr zufrieden sein. Doch dann schwanden so langsam aber sicher die Kräfte. Auf den letzten 10 Kilometern wurde der Lauf zur Qual. Das merkten auch die Zuschauer, die sie immer wieder anfeuerten, teilweise sogar mit Rio, Rio rufen. Ja, also die Stimmung, die war wieder bombastisch, die Leute an der Strecke. Ich habe Leute von meinem Heimatort erkannt, die da standen, also die mich angefeuert haben und ich habe so viel Energie von den Zuschauern getankt und das hat mich vor allem in der zweiten Hälfte auch gepusht, wo es nicht lief, dass die Leute so mit mir gefiebert haben und mich angefeuert haben. Und ja, also die Stimmung hier ist grandios und an der lag es ganz sicher nicht, dass es heute nicht die Olympianorm war. Am Ende erreichte Anna Hahner völlig frustriert in einer Stunde 30 Minuten und 19 Sekunden das Ziel. Fast 2 Minuten an der Norm vorbei und 3,5 Minuten hinter ihrer Bestzeit. Ja, also die Zeit ist okay, sage ich mal, aber nicht nach dem, was ich trainiert habe und nach dem, was ich weiß, was ich eigentlich drauf hatte. Also die Olympianorm war das große Ziel und ich war aber überzeugt, dass ich Bestzeit laufen kann und deswegen bin ich dementsprechend auch angegangen. Aber irgendwie hat es mir so ein bisschen den Stecker auf die zweite Hälfte gezogen und ja, lief nicht ganz so locker wie erwünscht, aber ich habe super trainiert dieses Jahr und ich bin überzeugt, dass ich jetzt nur Schwung geholt habe für nächstes Jahr. Jetzt heißt es wieder ins Training einsteigen und dann neuen Anlauf für die Norm und für die Olympischen Spiele nehmen. Der Traum von Rio ist noch lange nicht ausgeträumt. Wir wechseln die Sportart und kommen zum Eishockey. Und dort stand wieder einmal ein Hessen-Derby auf dem Programm. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim waren in Nordhessen zu Gast bei den Kassel Huskies. Und ein Mann stand dabei im Mittelpunkt. Kassels Torhüter Markus Keller raubte den Stürmern aus Bad Nauheim die Nerven. Und das, obwohl er früher selbst das Trikot der Roten Teufel getragen hat. Dabei waren es die Nordhessen, die wesentlich besser ins Spiel kamen. Kassel mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und dann findet Taylor Carnevale Jamie McQueen am langen Pfosten und dieser erzielt in der 6. Spielminute das 1:0. Im Rücken der Abwehr steht der Torschütze dann völlig frei. Keine Chance für Nico Rämö im Tor der Kurstädter. Und die Nordhessen machten weiter Druck und der Torjubel schallt erneut durch die Kasseler Eissporthalle. Doch der Puck war nicht hinter der Linie. In der Zeitlupe aus der Übertorkamera genau zu sehen.
Doch nur wenige Minuten später war es dann soweit. Dann durften die Kasseler Fans wieder jubeln. 12. Spielminute. Der Schuss von der blauen Linie wird noch abgefälscht. Und die Nordhessen erhöhen auf 2:0. So langsam aber sicher kam jetzt Bad Nauheim immer besser ins Spiel. Überzahlspiel für die Teufel. Und dies nutzten sie dann auch. Anschlusstreffer durch Vitali Arp in der 18. Spielminute. Die Partie war wieder offen. Das Match im zweiten Abschnitt ausgeglichener. Allerdings waren es wieder die Gäste, die den ersten Treffer erzielten und somit den alten 2-Tore-Abstand wiederherstellten. Jetzt war die große Zeit von Kassels Schlussmann Markus Keller gekommen, der eine Großchance nach der anderen zunichte machte. Er allein war dafür verantwortlich, dass Bad Nauheim erstmal den erneuten Anschluss nicht schaffte. Im Schlussdrittel war allerdings auch er machtlos. Bad Nauheim konnte noch einmal verkürzen, doch mehr war an diesem Tag einfach nicht drin. Kassel gewinnt das Derby gegen Bad Nauheim mit 3:2. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit Basketball, genauer gesagt mit diesem Thema. Verpatzter Start. Aufsteiger Hebeisen White Wings gehen im ersten Spiel der Pro A mit 51:93 unter. Gleich im Studio Sportdirektor Helmut Wolf. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und machen weiter mit Basketball. Die Hebeisen White Wings sind aufgestiegen, spielen jetzt in der zweiten Liga in der Pro A, sind dort als Neuling angekommen und im ersten Spiel gab es gleich einen ordentlichen Dämpfer. 51:93 am Ende der Spielstand. Darüber wollen wir reden mit dem Sportdirektor Helmut Wolf. Hallo und herzlich willkommen. Ja, es gab ordentlich auf die Mütze, wie man so schön sagt, aber der Gegner auch kein einfacher Rasterfechter mit der Top-Favorit der ganzen Liga. Das heißt, der Aufstiegskandidat gegen den Aufsteiger ist natürlich das berühmte David gegen Goliath. Genau so war das, ja. Fechter, ich bezeichne das als das Bayern München der Pro A. Schwieriger hätten wir das Auftaktprogramm nicht haben können. Und die haben ihre ganze Qualität aufs Parkett gebracht und wir sind leider ein bisschen mit Verletzungspech. Wir sind nicht gut eingespielt momentan. Da muss man in diese Niederlage einwilligen. Was heißt im Moment, wir sind noch nicht so gut eingespielt? An was liegt's? Wie schon gesagt, wir haben Verletzungspech. Till-Joscha Jönke hat sich die Nase gebrochen mehrfach und wurde vor kurzem operiert. Das heißt, er war jetzt 2 Wochen aus dem Trainingsbetrieb raus. Jolaik Schaffstadt hat sich im vorletzten Training die Bänder gerissen, fällt für mehrere Wochen jetzt leider aus. Dann hatten wir auch noch kleinere Verletzungen, wo immer Spieler 2-3 Wochen raus waren und jetzt langsam wieder ins Training einsteigen. Und dann gleich gegen Wächter eigentlich 20-30 Minuten auf dem Feld stehen mussten. Kann man jetzt sagen, nach auch der ersten deutlichen Niederlage, willkommen in der Pro A, oder war das schon eher so ein Ausnahmespiel, weil es eben gegen Wächter war?
Es war schon eine Standortbestimmung. Sicherlich, die Liga ist qualitativ viel besser besetzt als letztes Jahr. Nicht nur die Pro A, sondern auch der Sprung von Pro B zu Pro A ist immens. Mhm. Das muss man ganz klar feststellen. Und nochmal, Vechta ist nicht der Maßstab, was wir wollen. Wir wollen die Klasse halten. Ich denke, da gibt es andere Teams, wo wir eine reelle Siegchance haben, die wir möglichst auch nutzen möchten. Und Vechta, man muss das positiv sehen. Ich denke, es ist gut, gegen so ein Team gleich am Anfang der Saison zu spielen. Da hat man das abgehakt. Mhm. Ich will schon einen Schritt weitergehen. Das nächste Spiel ist Gotha, die ich auch unter die Top 4 einschätze. Das heißt, wir haben schon zwei Spiele, die wir, ich will nicht sagen, als erweiterte Vorbereitung nehmen, sondern das sind offizielle Ligaspiele. Aber wir nehmen das natürlich, um in der Liga anzukommen und um Erfahrung für die nächsten Spiele zu sammeln. Du hast gesagt, das ist ein Riesensprung von der Pro B in die Pro A. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Ligen? Ja. Zuallererst, das Spiel ist viel schneller, es ist viel athletischer. Das hängt auch damit zusammen, dass man drei Importspieler auf dem Feld haben darf. In der Pro B sind das zwei. Gleichzeitig hat sich die Liga so professionalisiert, dass viele ehemalige Erstligaspieler das als Sprungbrett nutzen. Bei uns Tiljoscha Jönke zum Beispiel, der sagt, das ist eine tolle professionelle Situation in Hanau. Ich komme hierher, um mich wieder hochzuarbeiten in die Bundesliga. Wenn man Vechta sieht, Christian Standhardinger, der unter den besten 10 Punktesammlern in der BBL war letzte Saison, der jetzt in der Pro A spielt. Ja. Ein Derek Allen, der Topscorer war vor einigen Jahren, der als sechster Mann von der Bank kommt. Ja? Also, und das ist nicht nur Vechta. Jena hat auch ehemalige Bundesliga und Nationalspieler sogar. Ja. Also das heißt, das hat es die letzten Jahre nicht gegeben, dass Spieler aus der Bundesliga in die Pro A gewechselt sind. Ja, weil die einfach gesagt haben, nö, das Niveau ist nicht so, dass ich hochkommen kann. Und das hat sich maßgeblich geändert. Jetzt wollen wir mal draufschauen auf Bilder vom Spiel am Samstag. 51-93, die deutliche Niederlage. Mit 42 Punkten verloren. Die Hebeisen White Wings konnten am Ende nur gratulieren. Dabei hatten sie sich vor dem Spiel so viel vorgenommen. Die erste Partie in der zweiten Liga. Doch gerade im ersten Viertel lief nichts. Einfache Korbleger oder Würfe wollten nicht ins Ziel. Für den neuen Cheftrainer Simon Cote war die Situation zum Verzweifeln. 3-24, das erste Viertel verloren. Ich bin kein Mensch von Ausreden, bin kein Mann von Ausreden vor allen Dingen. Und ich bin das Spiel gegangen, um hier zu gewinnen, ganz klar. So habe ich das von Anfang an gesagt, dass ich jedes Spiel gewinnen möchte. Ja, heute hat es an allen Ecken und Enden nicht gereicht, das muss man ganz klar sagen. Der Gegner aus Vechta mindestens zwei Nummern zu groß für den Aufsteiger aus Hanau. Nicht umsonst sind die Niedersachsen der Top-Favorit auf den Aufstieg in Liga 1. Die zahlreich mitgereisten Fans hatten einiges zu feiern. Und auf dem Parkett wurde jeder Hanauer Fehler gnadenlos bestraft. Aber die White Wings, und das ist das Positive in diesem Spiel, haben sich nie aufgegeben. Und ich denke, wir haben da einen ganz guten Job gemacht. Wir sind weitergegangen, obwohl wir drei Punkte im ersten Viertel gescored haben, zusammengespielt, den Ball weiter bewegt, weiterhin gute Würfe genommen, weiter erstmal nicht getroffen. Aber ich denke, das war vor allen Dingen ein positiver Aspekt, dass wir da nicht auseinandergefallen sind. Viele Teams fallen da auseinander. Ich meine, wenn man drei Punkte in einem Viertel macht, das ist wirklich extrem wenig im Basketball. Hanau kämpfte und glaubte an sich und wurde dann im letzten Viertel auch dafür belohnt. Plötzlich lief es deutlich besser. Die Körbe fielen und das Zusammenspiel klappte auf einmal. Zugegeben, die Gäste spielten zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr mit 100%, aber das war egal. Die Hebeisen White Wings zeigten Charakter und das, obwohl drei Viertel lang so gar nichts lief. Und die Vorzeichen, alles andere als gut waren, auch für den Teamgeist. Wir haben hier sehr, sehr gute Spieler, ja, die spielen sehr guten Pass und dann wirft man einen offenen Wurf nicht rein. Ja. Sowas ist auch verzweifelnd für den, der den Pass gespielt hat und natürlich auch für den, der den Wurf genommen hat. Ja. Und man wird dann auch so ein bisschen frustriert natürlich auf andere, weil es leichter ist. Aber das ist eben heute nicht passiert und ich denke, das spricht absolut für die Mannschaft, das spricht absolut dafür, dass wir gute Jungs haben. Wir sind immer wieder zusammengekommen, immer wieder gesprochen, okay, nächster Spielzug, nächste Verteidigung. Wir helfen uns hier, wir helfen uns da. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz klares Ausrufezeichen. Das ist auch für unsere Fans ein gutes Zeichen, ja, dass wir keine Mannschaft sind, die sagt, okay, jetzt läuft schlecht, auf einmal fällt alles auseinander. Nee, wir bleiben zusammen, wir spielen zusammen mit den Fans, mit dem Team, mit den Trainern und so wird es die ganze Saison sein. Das letzte Viertel konnte Hanau sogar für sich entscheiden.
Immerhin konnten die Gebrüder Grimstädter 23 Punkte im letzten Abschnitt erzielen. Doch zusammenfassend bleibt natürlich eine deutliche Niederlage. The game was obviously tough. Das Spiel war hart und wir sind nicht so gestartet, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber ich hoffe, wir haben viel aus dem Spiel gelernt. Es gibt auch einiges Positives. Und die Fans, ja, die sind unglaublich. Wir sind immer als Team zusammengeblieben und haben uns gegenseitig geholfen, egal wie der Spielstand war. Jetzt machen wir nächste Woche mit dem Training weiter, schauen uns das Spiel nochmal auf Video an und wollen uns natürlich verbessern. Beim ersten Flug in der Pro A haben die White Wings die Flügel ordentlich gestutzt bekommen. Aber das Team hat zusammengehalten und von jetzt an kann es nur noch bergauf gehen. Ja, 3:24 nach dem ersten Viertel. Was sagt man dann als Trainer seinem Team? Also wir sind ja 0:7 gestartet und hatten dann sofort nach 2,5 Minuten die erste Auszeit und haben versucht, unserem Team wieder Selbstvertrauen zu geben, weil wir hatten eigentlich gute Würfe. Von außen, die sind leider nicht gefallen. Im Gegenzug hat Wächter die ersten 2 Würfe getroffen, hatte Selbstvertrauen und so lief das Spiel dann weiter. Man muss auch ganz klar sagen, sie haben uns enorm unter Druck gesetzt. In der Verteidigung sind so zu leichten Punkten im Anschluss auch noch gekommen. Und die zweite Auszeit, die man normalerweise erst im zweiten Viertel nimmt, haben wir schon am Ende oder Mitte sogar des ersten Viertels genommen. Aber wir haben versucht, trotzdem die Jungs positiv zu stimmen. Und die Chancen waren auch da und wie man so schön sagt, wir hatten Pech und dann sind einige Leichte nicht gefallen hinten an den Ring und dann sind die Schultern ein bisschen nach unten gegangen und ja, dann hat Wächter gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt und das wollten die auch. Also ja. Ich denke, sie stehen unter immensem Druck, zumindest oben mitzuspielen, wenn nicht sogar aufzusteigen. Und das hat der Coach Andy Wagner, den ich auch gut kenne, der auch schon 2-mal aufgestiegen ist, sicherlich gefordert, nicht locker zu lassen und komplett durchzuziehen. Und deshalb hat er auch mit seinen besten 7 Spielern gespielt in diesem Viertel. Es war wahrscheinlich das Team zu Beginn auch noch ein bisschen nervös. Du hast gesagt, viele Einfache sind nicht gefallen oder viele Freie auch nicht gefallen. Das heißt, da kam auch noch Wurfpech noch dazu. Die ganze Vorbereitung, jetzt war es das erste Spiel, die Halle war voll, erstes Spiel Pro A. Da hat das Händchen wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen ein bisschen gezittert. Ja. Also man geht natürlich nicht in ein Spiel und sagt so, wir haben Angst. Wir wollten das Gegenteil machen. Wir wollen sagen, wir haben nichts zu verlieren, Wächter muss gewinnen. Ja? Und wenn die ersten beiden Würfe fallen, dann sieht es vielleicht anders aus. Dann überlegt Wächter, oh, was ist denn jetzt hier los? Man muss natürlich auch sagen, für viele Spieler war es das erste Spiel in Hanau. Die Kulisse war toll, die Halle war voll, super, die Fans wie immer, die wie immer hinter uns gestanden haben, von Anfang des Spiels bis zum Ende, auch als wir schon hoch hinten gelegen haben. Sicherlich, wenn man 0:7 hinten liegt und wenn man Läufe kassiert, einfache Körbe, ist es schwer, sich wieder ins Spiel zu beißen. Aber nochmal, das ist nicht unser Maßstab. Wächter ist nicht unser Maßstab. Personell können wir da nicht gegenhalten, weil wir einfach noch nicht so eingespielt sind. Ja. Jetzt fragen sich natürlich auch viele Fans in Hanau, jetzt hat es gegen Wächter, du hast eben gesagt, ist nicht unsere Kragenweite, die ordentliche Klatsche gegeben, aber wo steht denn das Team? Also ist es der Abstiegskampf pur von Anfang an? Das denke ich nicht. Ich denke, man muss der Mannschaft und dem Trainerteam einfach ein wenig Zeit geben. Erstens, um sich in der Liga zu adaptieren und zweitens einfach aufgrund der verletzten Situation, aufgrund der Personalsituation, die wir momentan auch haben, um sich einzuspielen. Und wir wollen das Step by Step machen. Jetzt kommt Gotha, sehr, sehr starker Gegner. Und dann kommen Spiele, da kann man schon mal ein bisschen schnuppern. Dann hat sich das Team auch weiterentwickelt. Dann haben wir schon Spiele auf hohem Wettkampfniveau, wo das Team zusammengespielt hat, ja, wirklich zusammengespielt hat. Und dann kann man schon ein bisschen einschätzen, wohin der Weg geht. Die Saison ist lange. Wir hatten ein Spiel, es gibt noch 29 Spiele. Also das ist so viel. Und es gibt definitiv Teams, gegen die wir um den Sieg mindestens spielen wollen und im besten Falle auch gewinnen wollen. Das ist nicht Wächter. Das, denke ich, wird auch nicht guter sein. Wenn es passiert, sehr gerne, aber das wäre eine Sensation. Du hast angesprochen, einige Spieler neu, Trainer neu. Wollen wir gleich noch drüber sprechen nach einer zweiten kurzen Pause. Bis gleich.
Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen weiter über die Basketballer der Hebeisen Wild Wings aus Hanau. Wir haben eben schon mal gesagt, nicht nur sie sind neu in der Liga, sondern es sind auch einige Spieler neu und auch das Trainerteam ist neu. Simon Cote, hier in der Region kein Unbekannter, war schon bei den Skyliners, ist damals mit deutscher Meister geworden, dann auch in Gießen, jetzt in Hanau. Warum er? Was hat den Ausschlag für ihn gegeben? Es gab eine Vielzahl von Bewerbungen für den Posten, nachdem klar war, dass Steven Klaus nicht weitermachen würde. Und Simon Cote hat das Komplettpaket abgeliefert. Er hat uns überzeugt mit seiner Philosophie, hat uns überzeugt, das, was seine Stärken sind, und das ist definitiv die Spielerentwicklung. Ich hatte mehrere Gespräche mit ihm. Er war in den USA zu der Zeit. Und damals war noch gar nicht klar, ob wir auf Tour B oder auf Tour A spielen. Er hat gesagt, ja, Hanau ist ein sehr interessantes Projekt mit sehr viel Perspektive. Und das war seine Motivation. Er will hier was aufbauen. Und er hat sehr gute Argumente geliefert für seine Verpflichtung. Und das zeigen ja auch die Spielerverpflichtungen, dass viele von den Spielern nach Hanau gekommen sind, weil sie eben da die Möglichkeit sehen, mit Simon Cote sich individuell einfach zu verbessern. Bei der Kaderzusammensetzung, auf was habt ihr da geachtet? Zuallererst haben wir natürlich darauf geachtet, dass es die richtigen Spieler für unser Budget sind und auch auf der richtigen Position. Und dass diese Spieler, besonders die Importspieler, charakterlich sehr gut zu der Mannschaft passen. Mhm. Also was wir verkörpern wollen, ist eine Mannschaft auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Meine Erfahrungen sind, dass uns das sehr gut gelungen ist. Da hat sicherlich das Netzwerk von Simon Cote, besonders im US-amerikanischen Raum, geholfen. Ich denke, mein Netzwerk in Deutschland ist auch ganz gut. Und ich bin sehr zufrieden, was wir an Spielerpersonal diese Saison haben. Dann hoffen wir, dass sich das Team jetzt noch einspielt, dass es dann auch die ersten Siege zu feiern gibt und dass die hat man nicht ganz so viel vielleicht mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Wir werden das natürlich die Saison weiter bei euch verfolgen. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche. Bis nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.